Sie kommen eigentlich genau im richtigen Moment. Ich bin nämlich gerade auf dem Weg zum Reparaturservice. Ja, weil ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, ich habe einmal eine Sendung gemacht über Vinyl, also Schallplatten. Und da ist mir am Ende, da ist mir sowas saublöds passiert. Also eigentlich. Das ist aber schlecht jetzt. Eigentlich der Klassiker. Da haben wir sowas. Kann an sowas kaputt gehen. Komisch. Vielleicht muss ich da eine Sendung draus machen. I got my mind set on you. I got my mind set on you. Also heißt's heute in der Freizeit aufgespult ist das Revival der Musikkassette. Wir klären auf, was ist ein Wickelzwicker, wo gibt es neue Kassetten zu kaufen und wer repariert unsere alten Tape-Decks daheim und im Auto. Gut, das Thema ist jetzt schon ein paar Monate her, aber es hat mir einfach keine Ruhe nicht lassen, gell? Weil ich hab mir gedacht, das muss doch irgendwie besser gehen als mit so einem Watson, ja, und dem Panzerlad. Ich meine, wenn ich schon so ein Gerät daheim habe, oder? Ja, und damit das auch klappt mit dem Kassettenabspulen, gehe ich jetzt zu Otto Regler. Der hat mir schon meinen Plattenspieler repariert und jetzt also das Kassettendeck. Seit 4 Jahrzehnten versucht er alles, um die alten Schätzchen wieder zum Laufen zu bringen. Herr Regler, hab ich dich? Hallo, Herr Schmidt. Ja. Ja, welche Überraschung. Ja. Mit was kann ich denn das mal dienen? Kassettenrekorder. Und zwar, das ist meiner. Was Altes, ja, und was Neueres. Das war jetzt der Watson. Und der war eigentlich der Auslöser, warum ich dann da hergekommen bin. Bei der hat mir die Kassetten zusammengefressen, eigentlich. Die da, die schöne, mein Mixtape. Mein Gott. Und bevor der das auch macht, hätte ich gemeint. Ja, gut, also ich kann mir das mal anschauen. Ja. Bei sowas bin ich immer relativ skeptisch. Das waren also früher immer Tauschgeräte. Da gab es also kaum Ersatzteile. Und bei dem kann man wahrscheinlich schon noch was machen. Die Kassetten sind ja meistens immer noch in Ordnung. Aber die Geräte funktionieren halt oft nicht mehr. Es kann sein, dass etwa 75% repariert werden können. Und der Rest ist halt einfach aus Grund der Ersatzteilversorgung schwer zum Retten. Wichtig war mir der. Der ist mir nämlich schon was wert, weil der hat damals, glaube ich, kostet, ich glaube, 600, 700 Mark. So Mitte 80er. Mitte 80er. Ja. Da habe ich am Bauhof in Ottobrunn um die Ferien 3 Wochen Mülltonnen ausgeleert am Spülplatz mit den Windeln und im Sommer. Und bevor der auch einen Schmarrn macht, mit der Kassetten, habe ich gemeint, mache ich lieber jetzt einen Service. Ja, das kann ich mir gerne machen dann. Gut, weil. Was ist denn das für einer? Das ist ganz was Feines. Ja. Eine japanische Firma, Nakamichi, die sehr viel in der Kassettenrekorderentwicklung gemacht hat, die also die super Geräte gebaut hat eigentlich. Das ist ein Auto-Reverse-Gerät. Hobby, ja. Aber bei mir trat sich der Tonkopf quasi. Ja, der trat den Tonkopf. Und der trat die Kassetten. Die haben die Kassetten umgedreht, weil beim Tonkopf umdrehen kann es zu Fehlstellungen des Kopfes kommen. Und da ist halt alles fest und nur die Kassetten werden umdreht. Einfach ein wunderschönes Spielzeug, sage ich immer. Der hat wahrscheinlich um die 2.500 Mark gekostet. Und es gab von der Firma noch hochpreisigere Geräte. Und da war das Top-Gerät dann für 6.000 Mark zu kriegen. Für einen Kassettenrekorder? Ja. Die muss man reparieren, die Dinger. Das hilft ja nichts. Ich tue mein Bestes. Das war aber schon Ende der Entwicklung. Womit hat es eigentlich angefangen? Das Jahr 1963 mit den Beatles und John F. Kennedy beginnt ein neues Musikzeitalter. Ich bin ein Violiner. Die Kompaktkassette wird geboren. Auf der internationalen Funkausstellung in Berlin stellt das niederländische Unternehmen Philips den ersten Kassettenrekorder vor. Tragbar und batteriebetrieben. Eine Revolution im Plastikgehäuse. 63. Ja, waren die ersten Geräte auf dem Markt. Das ist jetzt praktisch die zweite Generation. Ist aber noch das gleiche Laufwerk mit dieser Einhebelbedienung und schon mit Stromanschluss. Und die ersten waren halt nur mit Batteriebetrieb zum Mitnehmen.
Und zwischen dem und dem? Zehntausende verschiedene Geräte, weil jeder Hersteller hat ja sein eigenes Laufwerk entwickelt. Ich sehe schon, da stehen ja schon ein paar Mann. Darf ich mir den einmal anschauen? Weil den wollte ich auch mal haben. Den wir gerne einmal machen. Ja. Ja, aber vorsichtig sein, bitte. Ja, ich passe auf, wie beim letzten Mal. Gut, gern. Ah, da so, fängt es ja schon an. Da fangen wir an. Mechanisches Gerät, 70er Jahre. Telefunken. Telefunken, schon mit Rauschunterdrückungssystem, aber halt auch noch mit mechanischen Tasten, was halt dann mit der Zeit immer wieder zu Problemen geführt hat. Was ist das? Das ist auch ein Kassettenrekorder. Ein Einschub wie in einem Autoradio. Das war ein Reportergerät. Statt Tonband jetzt halt eben. Man hat halt immer versucht, alles kleiner zu machen, dann, damit man nicht so viel mitschleppen muss. Was ist denn das? Ein Reisewecker. Nee, da ist also auch alles drin. Fernseher, Radio und eben auch hier der Kassettenrekorder. War halt für die Reise gedacht. Für die Reise. Dann habe ich da noch was original verpackt aus der Anfangszeit. Der Klassiker fast. Das gibt's nicht. Hein? Ja, genau, zum Rausziehen. Na ja. Romantisch. Ja. Schon, ja. Vielleicht mache ich noch mal ein Museum auf. Ja, das war schön, da könnte ich mit einem anderen reinstellen. Stellen wir wieder rein. Stellen wir es wieder rein. Oh, das ist ja mal. Das ist auch Mitte der 70er Jahre. Dolby, Stereo. Zwei schöne große Instrumente, alles drin. Da ist der schon einer der letzten, oder? Das ist mit die letzte Generation gewesen dann, ja. Und da ist es eben statt der Tastensteuerung alles elektronisch gesteuert da drin. Also sind die mechanischen Probleme, die durch eine Tastatur entstehen können, geringer. Gut. Aber jetzt schauen wir uns mal meinen an, ob der noch läuft. Eines der wichtigsten Kriterien bei dem dünnen, schmalen Band ist natürlich eine Sauberkeit an die Laufflächen und an die Köpfe. Weil durch den Schmutz verläuft das Band nach oben oder unten. Und schon sinkt die Tonqualität. Was ich immer gemacht habe, war Reinigungskassette. Aha. Das war das eine. Das war schon mal nicht gut. Nicht? Viele der Reinigungskassetten sind sehr rau und die schleifen unter Umständen etwas vom Tonkopf ab. Ach so, ich habe es ja nicht oft gemacht. Ich tue jetzt mal einfach den Deckel runter, Wattestäberl und dazu ein Isopropanol. Und mit dieser Flüssigkeit reinigt man jetzt da vorne dann den Aufnahmewiedergabekopf. Die Fläche gehört gereinigt. Nebendran ist der Löschkopf. Die Fläche gehört gereinigt. Dann haben wir zwei Stahlachsen, links und rechts. Die gehören mit Isopropanol gereinigt. Und unter der Stahlachse ist jeweils eine Gummirolle. Und da muss man halt aufpassen, dass die eben nicht mit Spiritus gereinigt werden. Bei vielen Herstellern hat sich durch Spiritus diese Oberfläche ein bisschen aufgelöst. Und deswegen entweder Isopropanol, also rein in Alkohol, der den Gummi nicht angreift, ja. Oder sogenanntes Gummifit. Ah, verstehe. Das ist das, was ich machen kann. Das ist das Wichtigste. Und was kann ich nicht machen? Da gibt es also viele Sachen, die im Heimservice nicht möglich sind bei Kassettenrekorder. Ja. Dazu braucht man Messmittel wie Bandzugmesskassette. Bandzugmesskassette, ja. Dann kann man also mal auf Wiedergabe drücken. Wir sind jetzt da. Auf 80, das ist schon relativ früh. In der anderen Richtung haben wir 70. Ja, das ist also für einen Wiedergabebandzug zu hoch. Der soll also bei den Laufwerken zwischen 30 und 50 sein. Weil wenn der Bandzug hinten zu hoch ist, zieht der das Band schon ein bisschen stärker raus, als dass die Andruckrolle vorschiebt. Also das war schon ganz gut, dass ich jetzt meine Kassetten da nicht reingelegt habe. Ja, das war schon mal sehr vernünftig. Was wird noch gemacht? Für die Werkstatt haben wir halt einen Entmagnetisierer, elektrisch, da geht man dann drauf und bewegt sich weg und dann ist der Kopf entmagnetisiert, weil sich die Teile natürlich durchs Erdmagnetfeld, durch Lautsprecher, durch sonst irgendwas magnetisch aufladen und das kann bei einer Kassette zu minimalen Löschungen führen, dann rauscht das. Ich war ja ein Laie. Es gibt noch eine Kassette, sogenannte Spiegelkassette. Ich sehe übers Eck. Wie das Band da entlang transportiert wird. Finde ich, der Spiegelkassette. Braucht man ja. Auf dieser Breite des Bandes sind ja vier Spuren drauf. Und wenn die nicht genau exakt laufen, dann stimmt die Wiedergabe nicht, Ton schlecht. Was ist denn das? Das Rote da? Das ist zum Beispiel ein Klebeset, wenn man eine kaputte Kassette hat. Gibt es also in verschiedenen Varianten. Nein! Das ist ja raffiniert. Genau. Und da kann man ein Hobby-Kassettenreparateur werden mit sowas. Kann die Werkstatt auch mal. Ja, ja. Was haben wir denn noch? Irgendein Schmankerl noch, hä?
was zum Spielen. Für den Spielsüchtigen eine Casino-Kassette Roulette. Ja. So das ist ja wirklich lustig. So Sachen hat es gegeben. Hab ich nicht gewusst. Ja, ich auch nicht. Gut, aber jetzt machen wir mal mit meinem Kassettendeck eine Probeaufnahme. Angeschlossen haben wir. Ja. Jetzt müssen wir noch einpegeln. Na ja, freilich. Einpegeln muss man ja. Das ganz Wichtige, dass die Aufnahmeaussteuerung ja genau passt. Schreibt man auf Aufnahme und starte die Signalquelle. Und jetzt hauchen wir uns das einmal an. Gut, zählt Werkzeug mit. Wir sind jetzt auch gerade hier bei der Aufnahme so auf dem Dolby-Zeichen. Das war ungefähr der Pegel, zu dem man aussteuern sollte immer. Einen, den die Kassette seit der Jugend in den 70ern nicht mehr losgelassen hat, ist der Oliver Heimhuber, gelernter Steinmetz. Und der hat im Auto immer noch ein Kassettenradio. Cool. Du sammelst ja eigentlich, oder? Nein, ich schmeiß es nicht weg. Du schmeißt es nicht weg. Warum soll ich es wegschmeißen? Das ist ja mein Leben. Ja, das hat ja alles eine Geschichte. Das heißt, die Kassetten war eine Befreiung. Das war der erste Schritt zur Musik zu eignen. Ich glaube, dass die ja geschichtlich auch irgendwo einmal. Im Osten war es Handelsware für Westmusik. Die konnte jeder aufnehmen und weitergeben und tauschen. Und so sind die mit einem Tonträger alle zu ihrer Musik gekommen. Ich meine, es ist nicht sexy. Kassetten ist nicht sexy. Ja, die ist nicht sexy. Ja, aber der Inhalt ist melancholische Liebeslieder für Angebetete, traurige Rainy Day Mix. Rainy Day Mix. Oder zum Auto schmissige Scheiben. Schmissige Scheiben? Ja, das ist immer noch der Tonträger meiner Wahl. Ich kann es gut handeln, ich kann aufnehmen, was ich will, wie ich will. Und ich kann am Sound rumbasteln. Du warst schon Freak, oder? Also ein bisschen nerdig. Und sehr schlau. In den 90ern hat sich der Oliver Leerkassetten gesichert, als die Produktion eingestellt wurde. Viel sind nicht mehr über, aber ein paar Packerl sind es noch. Das ist nicht schlecht. Das sind 90er. Ja. Fürs Auto habe ich gern 60er, weil man die Fahrzeit, wenn du eine Kassette durch hast, weißt, du bist eine Stunde gefahren. 6 Kassetten bis nach Berlin. Hamburg? 8. Ohne Stau. Oh, Lidl hätte ich jetzt schon drauf. Was hättest denn du für uns? Was für einen sonnigen Tag. Sonniger Tag, sehr gut. Meine. Ah, ja. Gut. Jetzt nur mal so gefragt, der Bandsalat, warum gibt's den? Manchmal sind es die Kassetten selber, die nicht richtig wickeln. Aber meistens ist es ein Problem im Laufwerk. Und dieser Teller wickelt auf. Und wenn der zu wenig Kraft hat, dann zwickt sie das ein. Da gibt es dann den sogenannten Wickelzwicker. Wickelzwicker? Intern in der Werkstattbranche sagt man Wickelzwicker. Alles klar. Weil das da gerade sieht, das ist ja relativ groß drum da. Das ist ja ein großes Laufwerk aus einem Standgerät. Dann war eigentlich doch die zweite Revolution der Walkman, oder? Die technische Revolution war der Walkman. Ja. 1.7.79 gab es die ersten Walkman zum Kauf. 1.7.79. Genau. Auch ein Meilenstein. Zum ersten Mal konnte man also seine Musik ganz allein draußen genießen. Like Marlene Dietrich.
Ganz wichtig war ein richtig gutes Mixtape. Hast du erklärt? Ja. Und dann das Cover noch selber schreiben und gestalten. 89. Ja, das hat Sabine Heimhubers Leidenschaft zum heutigen Beruf als Grafikerin entfacht. Von den Farben her? 80er Jahre, ganz klar, Türkis. Klar, ja. Das habe ich nur mit Bügelbuchstaben gemacht. Bügelbuchstaben? Ja, hast du es gegeben? Oder einfach Kopien, koloriert. Oh, schön. Ich glaube, von dir hätte ich auch gerne Kassetten gehabt. Tja, da hätten wir uns einmal ein bisschen früher treffen müssen. Hm. Ich weiß noch, wir haben einen Kassettenrekorder gehabt. Wann immer ich auf Rec und Play gedrückt habe, war der Radioton weg. Dann hat man wieder Stopp gemacht und dann hat man gemerkt, das Lied ist noch gar nicht aus, haben wir schnell wieder drauf gedruckt. Mhm. So hat man sich da durchgefieselt. Das war eine wahnsinnig spannende Sache, so ein Kassettenaufnehmer. Ende der 70er, so mit 14, 15, wo ich angefangen habe, das Radio hinten in der Ecke und den Kassettenrekorder dann da hingestellt, ein externes Mikro daneben. Und dann hat's schauen müssen, dass die Mama nicht in der Küche ist und mit den Teller schäbert und so weiter. Und dann halt Mikro an und Pop nach 8 hat angefangen und dann ist einfach spannend geworden. Und dann bin ich da gesessen wie ein Haftelmacher und gleichzeitig die zwei Tasten drücken, wenn er dann endlich mit dem Reden aufhört. Ja, der Gottschalk hat auch, man. Das, wenn man den, wenn man mal getroffen hätte, dann hätten wir es ja mal sagen können. Das habe ich mir nicht traut. Und die haben tatsächlich eigentlich schon fast täglich getroffen. Wenn ich mit der S-Bahn in den Trick gefahren bin, ist der Thomas Gottschalk wahrscheinlich zum Bayerischen Rundfunk gefahren in der S-Bahn. Und ich bin immer hinterhergeschlichen und habe mich natürlich nie, noch nicht einmal traut zu sagen, hey, ich bin ein Fan von dir, von deiner Sendung. Aber er hat ums Eck gewohnt und das allein fand ich schon wahnsinnig spannend. Und die ganze Arbeit, die man da so gehabt hat, also diese Aufregung und so weiter, das war ja auch die Liebe, die in so einer Kassette reingelaufen ist. Je lieber einem der Mensch war, je mehr Arbeit und Gefühl hat man da reingelegt. Die Pop nach 8 Mixtapes mit meinen Lieblingssongs, die sind dann in den kleinen Kassettenrekorder reingelegt worden und hinten auf den Radlgepäckträger wie andere mit dem Ghetto Blaster. Ich mit meinem Kassettenrekorder auf dem Radl hinten bin ich dann durch die Gegend gefahren. Die schönsten Kassetten, die ich jemals gestaltet habe, die sind natürlich nicht in meinem Besitz, weil die habe ich verschenkt. Klar. Da hat es zum Beispiel damals einen gegeben, den ich total angehimmelt habe. Wie ist das dann weitergegangen? Die Geschichte? Naja, leider hat sich die Arbeit nicht gelohnt. Wenn du jetzt nochmal so Kassetten bespielen darfst, was darfst du draufnehmen für Lidl? Ad hoc fällt mir Paul Weller ein. Da gibt es was ganz was Schönes. Der Weller Paul? Ja. Groove Joe, oder? Welchen haben Sie gehabt? Ich habe nie in meinem Leben einen Kassettenrekorder besessen. Aber ich bin aber schon richtig, oder? Ja, ja, schon, ja. Der will ich mitnehmen. Ja. Wunderbar. Und gut einsteigen, gell? Das werde ich machen. Das ist natürlich jetzt ein gebrauchtes Tape. Es gibt aber wieder eine Handvoll Hersteller, die neue Tapes produzieren. Man kann natürlich im Internet schauen und wie heißt das, New Old Stock oder so ähnlich. Da kauft man halt welche, die sind schon 30 Jahre alt. Was man halt nicht für die Qualität ist, gell? Und zahlt einen Haufen Geld dafür. Also, ein neues Bundle kaufen. Gibt zum Beispiel eine Firma, die heißt Neophon in Düsseldorf. Und die lassen ihre Kassetten in England produzieren. Ha, alte Maschinen, neue Kassetten. Ja, und so eine Kassette in meinem Auto hören, das wär's eigentlich. Deswegen bin ich zu Michael Röhrig nach München-Schwabing gefahren. Habe die Ehre. Ist das das gute Stück? Da hätte ich auch gern fahren wollen. Na ehrlich jetzt? Ja. 83er Baujahr. Mit Original-Achsenradio noch von damals. Wahnsinn. Alles original. Jetzt hätte ich wahnsinnig gern Kassetten hören. Kassettenradio in Achse sollte man organisieren können. Auf Blät haben wir ja Glück. Und Sie haben. Okay. Nicht, dass es brisiert, aber es war halt schön, wenn es gestern fertig gewesen wäre. Dann schauen wir mal, was ich ein bisschen was da habe. Ich zeige Ihnen aber ein paar Geräte. Ja. Ach komm, sagen wir doch gleich du. Gut, Max. Ich bin der Michael. Jetzt von einem alten Mercedes. Becker.
Europa. Der ist jetzt aus den 80er Jahren. Das ist ungefähr von 85, 84 rum. 90er. 90er. Und das ist auch aus Ende 90er, zum Beispiel BMW. Das sind ausgebaute Geräte, wo die Kunden halt sich was Neueres, Modernes einbauen lassen wollten. Und früher hat man die weggeschmissen. Und jetzt fängt man wieder an, diese alten Sachen aufzuheben. Weil die anderen sie wieder haben wollen, oder wie? Ja, jetzt kommt der Trend wieder zurück. Jetzt muss das wieder alles original werden. Das modernen Sachen halt raus. Dann wieder schön standesgemäß zu den alten Fahrzeugen. So ein Gerät rein. Ach so, und das ist wichtig fürs H-Kennzeichen? Ja, eindeutig. Weil H-Kennzeichen heißt ja nicht einfach H, sondern das heißt ja historisches Kulturgut. Weil man die Kassette wieder haben wollen. Einmal, weil sie die Kassette wieder haben wollen, weil sie halt das passend zum Auto haben wollen aus der Zeit. Und wegen der Originalität natürlich. Alles klar. Ja, schade, dass in mein Auto von denen einfach nichts reinpasst. Die reparierst dann du auch? Meistens ist das Kassettenteil kaputt, ja. Tonkopf und so weiter. Ja, ja, ja. Dann bringe ich die halt zum Herrn Viehmann, der macht die Reparaturen für mich. Das war dann der, der was für mich vielleicht... Der hat natürlich auch so Restanten rumliegen. Vielleicht hat er so ein Achsengerät noch da. Dann sollte ich mal zu dem fahren. Ja. Und du darfst mir es dann aber einbauen. Natürlich, klar. Ein bisschen was hat der Michael aber dann doch noch für mich gehabt. Sie wissen schon, mein Mixtape. Ja, und so eine Kassette, die hält auch das Leben von Harald Löhrlein zusammen. Der war früher EDV-Berater und geht jetzt als Rentner zum Stammtisch für analoge Musik. So. Nicht schlecht. Ha, nicht schlecht, gell? Nicht schlecht. Mein Mixtape. Blondie. Finde ich super. Danke, danke. Echt toll. Harry, ich würde ja nicht zu nahe treten, aber das ist ja kein Tonstudio, sondern du wohnst ja da, glaube ich, gell? Den Blick kenne ich. Ja, ehrlich? Ja. Das ist nicht so einfach für viele Leute, das zu akzeptieren, dass es ein Wohnzimmer ist. Vor allem, wenn du Mädels kennenlernen willst. Einmal ist mir das passiert, ich mache die Tür auf. Sie kommt rein, guckt sich rum. Oh, hier wohnt ein Elektroschrott-Messi. Tschüss und weg war sie. Na. Ja. Aber dann war es ja nicht die richtige, oder? Du brauchst eine Partnerin, die das akzeptiert. Kann nicht jeder. Kann nicht jeder. Meine jetzige Partnerin, ja, akzeptiert es. Das ist meine Wohnung, sie hat ihre Wohnung und es klappt prima. Du hast ja lauter Kassetten, die ja fertig gekauft worden sind. Schallplatten kannst du dir nicht mitnehmen. Dann habe ich mir halt die Kassetten gekauft, um unterwegs halt Musik zu hören. Wenn du Auto fährst, tust du so eine gekaufte rein und hörst komplett das Album durch. Du lebst ja die Kassetten, gell? Die ist ja bei dir Alltag. Es ist unglaublich, wie viele Leute auf einmal wieder Kassette haben wollen. Du merkst es, dass die Preise hochgehen. Und man darf nicht vergessen, die drei Fragezeichen Hörspiel, Weltmarktführer in Kassettenproduktion. Ja. Die Qualität einer Kassette ist aber durchaus entscheidend. Die erste, die rauskam, das ist so eine. Typ 1 hieß die damals und es war Ferro-Kassette. Hatte den Nachteil, bei diesen Ferro-Kassetten war die Höhenaussteuerbarkeit nicht so besonders. Also die haben ein bisschen dumpf geklungen. Der nächste war Chromdioxid. Die kenne ich auch nicht. Das war dann die Brot- und Butter-Kassette, die fast jeder hatte. Das ist dann quasi Typ. Das ist Typ 2. Dann gab es noch Typ 3, das war Ferrochrom, aber das war auch nicht so besonders. Und später gab es dann noch Typ 4, das war Metall. Das war schon am Ende der Kassette und da gab es recht weniger, aber die war sehr gut. Und die ist heute sowas von gesucht, da kannst du reich davon werden, wenn du solche Kassetten hast, Metallkassetten. Ja. Der heilige Gral quasi. Sozusagen, ja. Wenn du die zum Beispiel in eBay oder sonst wo reinstellst, die bringt richtig Geld. Wenn du übrigens nicht weißt, welches Band es ist, dann kannst du es in etwa erkennen an der Farbe vom Band. Je dunkler das Band normalerweise, desto besser ist es eigentlich. Super, wunderbar. Das ist die Metall. Ja, 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 ja.
Kann man mal probieren. Er nimmt mir meine Altersvorsorge. Weißt du was, die gebe ich dir. Nicht, dass da irgendwas, gell? Das ist aber nicht. Wunderbar. Und ich gebe dir jetzt noch was. Mit der Bitte, dass du mir auch dein Lieblingsliedl drauf spielst. Von Kassette zu Kassette, gell? Ja. Haben Sie vielleicht auch einmal wieder ein bisschen Lust auf ein Mixtape? Ja, dann nehmen Sie doch das von der Freizeit. Alle Titel finden Sie bei uns auf der Webseite br.de/freizeit. You sex a thing, you. I believe in miracles. Since you came along, you sex a thing. Ich bin jetzt auf dem Weg zum nächsten Akustikprofi. Dem Andi Fiemann soll ich nämlich die Geräte von Michael vorbeibringen. Und auf blöd hat der vielleicht auch noch ein Kassettenradio für mein Auto. Weil, ja, das wäre der Wahnsinn, oder? Ein schöner Gruß von Michael. Schade ist ein bisschen, dass da für mich nichts dabei war, weil ich dort einen suchen für meinen Opel Kadett D380 mit so Achsen. Okay. Hat das wieder ein bisschen Nutzung? Das so? Hat sehr stark angezogen. Ich meine, das sieht man auch hier bei dem Gerät. Ein altes Bäckergerät mit Kassette. Und sowas macht einfach Spaß zum Reparieren. Und der Kunde ist danach glücklich und super zufrieden. Und die Kassette auch, weil die ist auch froh, wenn sie mal wieder gespült wird, oder? Wenn man so ein altes Gerät hat, das sollte man immer von Zeit zu Zeit auch wieder einmal laufen lassen, damit das ganze mechanische Gewerk im Gerät nicht zupappt, also das Fett nicht verharzt, die Räume nicht stark hart werden, weil ansonsten schaltet man es ein und dann passiert es, dass der Räume reißt oder er zieht sich ewig lang in die Länge und dann leiert das Ding ein oder wenn halt ganz schlimm ist, dann reißt halt einmal der Räume ab. Und das kann ich verhindern, wenn ich tatsächlich ab und zu mal in der Woche einmal ein bisschen einschalte. Kann einmal im Monat sein, einmal eine Viertelstunde ein bisschen Kassetten spielen. Hauptsache, das Ding bewegt sich. Ich hoffe ja, dass, also, wenn ich jetzt ein Masel habe, dass ich dann öfters hören kann bei mir im Auto. Dann schauen wir mal, ob wir da was finden. Ja. Da hätten wir zwei Achsengeräte, aber da ist keine Kassetten dabei. Ah, verstehe. Schauen wir mal weiter. Wie schaut es aus? Ah, das ist alles zu neu da unten drin. Ah, da ist ein Kit. Da haben wir noch einen versteckt. Ja, das war jetzt hier so ein Achsengerät. Der kann bei mir mit Kassette. Mit Kassette, ja. Ich bin verliebt. Oh, Kassetten geht auch noch. Klingt gut, oder? Klingt gut und läuft. Ah. Deckel wieder drauf. Kann ich mitnehmen. Den kannst du jetzt mitnehmen. Dann hätte ich auch noch was. Ja. Mixtape. Ja. Kriegst du was von mir? Wie lange habe ich den geschlafen? Zu lang. Gut, dann vielleicht. Also. Mhm. Batterie leer. Verstehe schon. Gut, dann muss ich zumindest jetzt